Bisschen schöner. Klar. Kannst die Anmoderation machen. Warum denn nicht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Paul Kohlhaas und Matthias Steffens. Guten Tag. Wir stehen für qualitativ hochwertige Holzarbeiten in unserem Bastelkeller. Bastelprojekte mit Paul und Matthias. Ja, aber du siehst da jetzt hier schon einen Unterschied. Das ist ja auch viel, viel weißer. Und hier ist so ein komischer Cremeton. Und jetzt werden wir das schön mischen. So, bevor hier schon viel zu viel Information fließt. Also, wir sind zurück in der Werkstatt und wir kümmern uns heute um eine Treppe. Und zwar eine Treppe aus Parkettboden. Denn da ist eine Betontreppe drin in der Bude. Und diese Betontreppe wurde damals so gegossen, dass da nur Teppich oder Fliesen drauf sollten. Das heißt, wenn wir jetzt da ein 40 mm Eichematerial drauf bringen, passen ja unsere Höhen nicht mehr und unser Stufenmaß, unser Trittmaß nicht mehr. Deswegen haben wir Stufen aus Parkettboden gebaut. Parkettboden 13, 14 mm stark. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Hier ist unser Parkettboden, also eine eiche Diele. Da haben wir einen schicken Anleimer drumherum gemacht, den vorne schräg gefräst, die Köpfe schräg geschnitten, alles gerundet. Wunderschön, würde ich das sagen, ist das hier. Das Ganze ist auch schon geschliffen, gebürstet, gewässert. Hast du noch mehr damit gemacht? Zwischengeschliffen haben besser. Gepettet hast du es noch, genau. Und zwar mit einem braunen, hellbraunen Pad hast du es geschliffen. Hiermit. Oder etwa nicht? Du solltest es damit machen. Hast du nicht? Das mit einem Schwarzen gemacht. Mit einem Schwarzen? Von Sia? Ja. Das ist nicht schwarz, das ist rot. Okay. Alles klar. Also Paul ist maximal farbenblind. Ah, wirklich, das ist überhaupt gar kein Witz. Der hat tatsächlich eine Rot-Grün-Schwäche. Das war schwarz. Nein, das ist nicht schwarz, das ist rot. Nein, ich hab gedacht, das wäre schwarz. Achso, aber jetzt, wenn du mal mit deinem Pullover vergleichst, ist das die gleiche Farbe? Nee, jetzt wo du es sagst, nicht. Ah, siehst du. Weil dein Pullover ist nämlich grün. Also eigentlich war die Aufgabe, das Ganze mit einem hellbraunen Pad zu schleifen, aber mit dem roten geht das auch. Das hat nur ein bisschen härtere Schleifwirkung. Aber jetzt die Oberfläche fertig vorbereitet. Da war vorher irgend so ein komisches gelbes Öl drauf. Das haben wir komplett runtergeschliffen, weil wir einen neuen Aufbau machen. Und genau darum geht es nämlich heute. Um den Ölaufbau mit dem wunderschönen Zaubermittel hier. Das ist nämlich ein Öl, was der da empfohlen hat. Wir hätten das nämlich vorher gar nicht gekannt. Wir haben nämlich sonst immer ganz oldschool-mäßig schön so ein Einkomponentenöl genommen von verschiedenen Herstellern. Aber dann kam der Paul irgendwann auf die Idee, lass doch mal Rubio Monocoat nehmen. Und dann haben wir immer gesagt, boah, nee, das ist so teuer. Aber das lohnt sich. Das lohnt sich. Ein Riesenvorteil noch, bevor wir anfangen. Rubio hat unfassbar viele Farbtöne. Dort hier sind jetzt zwei verschiedene Farbtöne. Das eine ist Mist, das andere ist Naturell oder Natural. Und du kannst alle Farbtöne einfach miteinander mischen, wie ein Farbkasten. Heißt, wenn du Schwarz mit Grün mischen willst, dann mischst du halt einfach Schwarz mit Grün. Das ist dem Öl ganz egal. Und wir müssen jetzt hier einen Farbton zusammenmischen, der zu dem Vinylboden hier passt. Aber das sollten wir hinkriegen. Wichtig, wenn du ein Farbmuster machen willst, dann muss natürlich, wie soll ich das sagen, das Muster muss die gleiche Oberflächenvorbehandlung bekommen. Also sprich auch gewässert, auch geschliffen, gleiches Korn geschliffen, weil sonst hast du natürlich eine Verfärbung und kannst nicht die gleiche Farbe zusammenmischen, die du nachher haben willst, beziehungsweise dein Endprodukt wird auf jeden Fall eine andere Farbe haben. Ich hätte spontan gesagt, 2 zu 1. Zwei Teile Mist und ein Teil Natural. Haben wir es ja schon. Zauber Rapture Tour. Ich bin hart darunter. Ja. Warum wollen wir einen anderen machen? Hast du jetzt. Ja, ja, warte. Du kannst mir Lack mitbringen, bitte. Ich glaube, ich stelle es dir eh besser vor, oder? Ja. Dann suche ich das gerade raus. Oh, das ist sehr aufmerksam von dir. Wenn die Kamera läuft, bist du ein richtig netter Typ. Das ist ein Arschloch. Ja. Aber du kannst ja schon mal mischen, wenn du willst, ne? Matthias Steffens, Schreinerei Steffens. Ich hätte gerne Buntlack nach NCS. Test ist 2020-R30B. Drei Teile hiervon, ein Teil härter. So, 60 Milliliter Öl. Ist das peinlich für dich, wenn du so eine Kamera im Gesicht hast? Nee. Mittlerweile hast du dich dran gewöhnt, ne? Mittlerweile ja. Mittlerweile fühle ich mich sogar gut dabei. Bist ein richtiger Darsteller geworden, oder? Das hier sollte man eh öfter festhalten. Was willst du denn genau festhalten? Härterdosen willst du festhalten oder den Prozess, den du da machst? Das hier. Ach so! Das heißt, du willst öfter vor die Kamera. Ist es das, was du sagen möchtest? Ja? Du willst ein fester Bestandteil dieses Kanals werden? Das weiß ich noch nicht. Ja,
es wäre auf jeden Fall, glaube ich, nicht von Nachteil. Ihr könntet ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr mit Paul wollt. Ich würde mich aber fragen, ob ich mehr mit denen will. Hey, das steht überhaupt gar nicht zur Debatte. Als ob du hier irgendwas zu melden hättest. Du hast damals mit deinem Blanko-Arbeitsvertrag einfach dein Leben verkauft. An den Teufel. Den Sascha hat getrunken, aufgestellt hat auf dem Bierzettel und selber für mich unterschrieben hat. Das ist ja gelogen. Das weißt du selber, dass das gelogen ist. Bis an dein Lebensende bist du gefangen in den Klauen dieser Firma. So, dann kannst du endlich losgehen nach ungefähr 18 Stunden Vorbereitungszeit. Wahnsinn. Komm mir vor wie in einer Drogenküche hier. Was haben wir sonst noch? Wir haben Pads da, wir haben Exzenter da, wir haben weiße Pads, wir haben hautfarbene, hellbraune Pads, wir haben eigentlich alles da. Richtig? Vielleicht sponsert ja einer ein Excenter, wenn man einen Aufruf starten will. Das Ergebnis ist schon schön, kann man nicht anders sagen. Das ist schon sehr, sehr hübsch. Das ist halt wirklich gut, das Zeug, ne? Einmal drauf und fertig. Das ist es halt. Nee, hast du wirklich sonst nirgendwo. Kein Zwischenschleifen, kein Rauwerden, kein gar nichts. Danke, Rubio. Danke, Paul. Guten Tag. Ein neues Zeitalter beginnt. Da dieser alte, gammelige Festool-Excenter Schaden hatte an dem Schalter, mussten wir den immer ein- und ausstecken. Früher hatten wir da so eine Funksteckdose dazwischen, da kannst du mit der Fernbedienung anmachen. Die ist aber auch mittlerweile kaputt. Heißt, wir haben jetzt einen neuen Öl-Excenter gerade auserkoren, und zwar den hier. Der war bis eben noch unser Excenter zum Lackschliffen, Zwischenschleifen und andere Massivholzschleifarbeiten. Jetzt wird er zum Ölen umfunktioniert. Da freut er sich nämlich. Gott sei Dank, gell? Stimmung. Wurden deine Gebete erhört? Wie ist die Stimmung? Gut, danke, Herr Lappenberger. Das steigert unsere Produktivität ungemein. Geil, oder? Willst du da reinbeißen in die Stufe? Würde ich schon gerne, ja. Mmh. Hamm! Die ganze Chose ist fertig. Alle Stufen fertig, alles gut. Hier noch einen separaten Austritt fertig gemacht. Oberfläche ist einfach nur Sahne geworden. Vorteil, Rubio Monocoat, ich sag das immer wieder. Ein Auftrag, fertig. Fertig. Ich habe ein Video gemacht über die Tischplatte, kann ich euch hier mal verlinken. Und das ist hier halt genauso. Egal, ob du kolorierst, ob du nicht kolorierst, ob du das Ding Natur machen willst oder. Aber wir haben jetzt hier so einen leichten weißen Glanz drin. Und wichtig ist aber noch zu sagen, dass diese braunen Pads, das ist ganz, ganz wichtig, die haben keinerlei Schleifwirkung. Also du darfst dieses Öl nicht einschleifen, weil das nicht wie andere Öle in die Faser eindringt, sondern oben drauf liegt. Und wenn du dann ein Pad nimmst oder ein Schleifmittel nimmst, um das Ganze einzuschleifen, so wie du das bei anderen Ölen eventuell kennst, dann schleifst du hier die Oberfläche immer wieder runter. Also das macht keinen Sinn. Immer Pads nehmen, die keine schleifende Wirkung haben. Abschließend kannst du mal schätzen, wie viel Milliliter wir gebraucht haben für die komplette Treppe. Wie viele Stufen waren das? Weißt du das? In der Regel ist so ein Stockwerk immer 15 Stufen ein Austritt, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habe ich eine übersehen? Ja, dann ist der Austritt 15. Okay, also wir haben 15 Stufen. Wir sagen einfach, wir haben 15 Stufen geölt. Und du schreibst mal bitte in die Kommentare, wie viel Milliliter Öl wir dafür gebraucht haben. An dieser Stelle, willst du noch ein Schlussplädoyer halten, Herr Paul Kohlhaas? Ich finde, du hast alles gesagt. Das war ein guter Vortrag. Ich hätte mir ein bisschen mehr Freiheit gewünscht, dass das nicht alles so abgelesen wird. Aber
ansonsten. Ich würde mit einer 3 plus einschätzen. Okay. Mit einer Tendenz zu 2. Okay. Würde ich dir jetzt nicht geben, damit du Ansporn hast, das beim nächsten Mal besser zu machen. Danke. Gerne. Also, wenn du wirklich das Thema Ölen für dich mal entdecken willst, dann probier das mal aus. Rubio Monocoat. Vorteil ist, du kannst sogar ganz kleine Gebinde, Testgebinde bestellen. Das ist es. Glaub mal. An dieser Stelle muss man, glaube ich, noch sagen, Werbung. Aber krieg nichts dafür.